Jetzt habe ich am Telefon, wo auch sonst, Balduin, 54 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Balduin. Zum Thema Kellergeschichten, erzähl mal. Ja, also ich war im, wann war das, Sommer 97, habe ich im Keller beim Entrümpeln einen Karton entdeckt. Mhm. Und dort in diesem Karton waren Fotos von meiner Frau, mhm, wie sie ja mit anderen Männern dort in eindeutigen Stellung, Verrenkung geradezu. Mhm. Also pornografische Fotos. Ja, es war eindeutig pornografisches, mhm, Foto. Ich habe auch erst versucht, mir dann irgendwie einzureden, das wäre vielleicht irgendwie kunstvolle Fotos jetzt gewesen, mhm, aber es war schon sehr eindeutig. Und waren das Fotos aus der Jugend einer Frau oder so aus der Zeit, in der du das entdeckt hast? Die waren relativ aktuell. Aktuell. Also und die Männer kanntest du nicht darauf? Nein, mhm, die hatte ich nicht gesehen. Das waren auch ja relativ junge, mhm, Männer sozusagen, die jetzt nicht so in das Alter von, mhm, meiner Frau jetzt passen würde. Wie lange warst du? Du hast es 97 entdeckt, hast du gerade gesagt. Wie lange warst du da? Wart ihr da schon verheiratet? Oh, jetzt muss ich überlegen. 97 waren wir, 15 Jahre waren, mhm, wir verheiratet, ja. Wie ging es dann weiter? Du hast die Fotos gesehen und dann? Ja, dann habe ich überlegt, wie frage ich jetzt was, wie bringe ich das Thema zum, wie spreche ich das, mhm, an? Mhm. Habe bisher, also mit meiner Frau, ja, habe mich noch nicht getraut, mit ihr darüber. Das ist jetzt 3 Jahre her. Ja, ich habe irgendwie dann auch gedacht, bevor das jetzt, ich habe dann auch, wollte noch mal ein paar Tage später noch mal gucken, weil ich halt meinen Augen auch nicht getraut, mhm, habe, aber dann war der Karton auch nicht mehr da, weil ich wollte ihn auch jetzt nicht, ich habe ihn halt da so stehen lassen, als wäre nichts gewesen. Ach so, du hast nicht den Eindruck, dass sie gemerkt hat, dass du die entdeckt hast, die Fotos? Das weiß ich eben nicht, das ist halt, mhm, momentan so ganz merkwürdig, weil... sie hat auf jeden Fall die Fotos weggenommen. Und du hast auch kein Beweismaterial, du hast nicht eins zur Seite geschafft oder so? Nein, ich habe den Karton halt mit diesen wieder so hingetan, wo er war. Mhm. Und dann wollte ich halt 4 Tage später, mhm, nochmal oder irgendwie die Woche später nochmal nachschauen, mhm, und hab nichts mehr, mhm, gefunden von dem Karton. Es war. Mensch, Balduin, und jetzt lebst du seit fast 3 Jahren mit diesem Wissen weiter in der Ehe und hast es nicht angesprochen. Ich habe es nicht angesprochen, weil das, was mir, also was ich, bin also noch gar nicht darüber hinweggekommen, auch was auf den Fotos so dann im Detail zu sehen war. Mhm. Und da, ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt anfangen soll oder wie ich das jetzt... Hast du dich denn überhaupt danach mit deiner Frau noch ganz normal verhalten können? Hast du dich ihr gegenüber normal verhalten können? Ich wäre da völlig gehemmt wahrscheinlich und... Ich weiß, sie hat dann auch schon mal gefragt, ist was, du bist so, so neben dir oder sowas, mhm, das unmittelbar danach, dann kam wieder eine Zeit, wo ich mir dann nichts habe anmerken lassen oder das auch verdrängt habe. Warum sprichst du es denn nicht an? Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Hör mal, Schatz, ich habe da Fotos gefunden, ja, nur wo ich meine, was... Genau so musst du sagen. Nicht hör mal, Schatz, höre mal. Ich weiß den Vornamen nicht. Ich habe da Fotos vor 3 Jahren gefunden. Pornofotos, du mit anderen Männern. Was ist das? Ja, da sind auch andere Geschichten noch. Also nicht nur mit Männern. Das geht also querbeet, Mit Frauen auch? Ja, mit Frauen und Tieren teilweise. Tieren auch? Das ist... Also wenn das jetzt normale Aktfotos gewesen wären oder... Aber Balduin, das musste ich ja doch in ein... Also wenn das ja so eine Dimension auch noch annimmt, dass das auch noch was Sodomistisches hat, musste ich das doch in einen ungeheuren Schock versetzt haben. Ja, das ist eben das Problem. Wenn sie jetzt mit irgendeinem Mann da gewesen wären, dann hätte ich vielleicht noch eher gefragt, hör mal, hast du hier noch was? Deswegen meine Frage... Ja, wie kannst du denn mit dieser Frau noch zusammenleben, unbefangen, nachdem du das entdeckt hast? Ja, ich weiß auch nicht, inwieweit ich das auch, ich habe dann auch schon überlegt, einfach mich aus dem Staube zu machen. Nur das, ja, das ist aber auch recht feige, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das gerade mit den Tieren ansprechen soll. Ist unglaublich. Hast du
mit ihr, seitdem du diese Fotos entdeckt hast, noch mehr geschlafen? Ja, ja, doch. Also das. Geht das? Hat man denn nicht ständig diese schrecklichen Fotos denn vor Augen? Irgendwie habe ich das wahrscheinlich noch nicht so sortiert gekriegt im Kopf, dass das jetzt unmittelbar so zusammenhängt. Mhm. Also wahrscheinlich verdränge ich das so sehr, dass ich das irgendwie... Also ich will dir sagen, ich bin der hundertprozentigen Auffassung, dass du deine Frau darauf ansprechen musst. Ich merke ja auch, wie du das erzählst, wie nahe dir das geht. Und es ist mir fast unbegreiflich, dass du jetzt 3 Jahre damit hast leben können. Aber du hast natürlich Angst davor, ne? Ja, ich weiß ja nicht, ob sie das jetzt gemacht hat aus ihrer eigenen Lust heraus oder ob es nur... Deshalb ist das Gespräch so wichtig. Pass auf, Balduin, die Sendung ist jetzt vorbei. Ja. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen noch mal ein paar Worte redest gleich. Der soll dir vielleicht auch noch ein paar Tipps geben. Ja. Leg du bitte auf und der Peter ruft dich gleich.